Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich etwas vom Wilson & Morgan Barrel Select 2000 destilliert, 2014 destilliert, abgefüllt 2021, a product of the Glenallachie Distillery. Und das ist Casks Nummer 54, dann würde ich sagen 55, 56 und 57, weil da ist ein Bindestrich dazwischen. Allerdings, was ich nicht verstehe, es ist ein 789 Flaschen aus 4, 5, 6, 7, aus vier verschiedenen Madeira-Fässern würde ich beinahe, Madeira-Fässer sind groß, auch 400, 500 Liter. 2000 Flaschen bei 46% immer rauskriegen können. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe noch nie ein Fass gesehen, der ich habe einen Schrägstrich, aber noch nie ein 5,4 minus 5,7. Was mich am meisten interessierte bei diesem Whisky war der Preis. Ja, also ich habe sage und schreibe, ich glaube, 48 € dafür bezahlt. Lass uns sehen, ob das richtig ist, was ich hier gemacht habe. Yay, Jason, ich bin woanders. So, und ich werde es auch gleich vergleichen. Also ich habe 48,90 € war der Preis hier. Ich habe es online mittlerweile für 44 € gefunden. Ich habe es für 59 € gefunden. Ich habe für 63 Schweizer Franken. Also Wilson and Morgan sind schon hochwertigere italienische Abfüller. Und von daher ist das schon etwas, wo ich dachte, oh. Ich habe schon ein Livestream, ich glaube ein oder sogar zweimal mit Tobias gemacht, der deutsche Brand Ambassador für Wilson & Morgan. So, womit möchte ich es vergleichen? Ich habe hier tatsächlich ein Glenallachie, der 12 Jahre alt ist, der die ganze Zeit in Madeira. Sorry, Entschuldigung, das ist ein Madeira Wood Finish. Ich muss gleich hier hinten lesen, was da steht, weil das hat mich absolut hier ja, verwundert. Also, zuerst fragt ihr euch vielleicht sogar auch zu Recht, warum habe ich hier tatsächlich so wenig in meine Flasche? So, wenn ich meine Flaschenumteilung mache, dann verteilt sie die Flasche und da war irgendjemand, der die 5 cl nicht abgeholt hatte. Entweder weil er einfach nicht mehr wieder sein Paket voll gemacht hat und ich habe in der letzten buchstäblich ja keine Zeit und keine Lust gehabt, die Leute nachzujagen. Also irgendwann fülle ich das in ein 5 cl-Ding ab und dann kommt es in meine Sample-Sets da rein. Also loses Sample, aber erst einmal habe ich das hier aus Vergleich. 46, 48% Billy Walker Madeira Wood Finish, 12 Jahre alt. Ich war nicht begeistert davon. Hier werden wir es so sehen, denn auf der Rückseite steht tatsächlich, ach, ich lese hier lieber, dieser Ausdruck von einer jungen, aber immer interessante und einzigartigen Speyside Distillery ist eine der sehr wenigen, die gänzlich, entirely matured, gänzlich gereift in Madeira-Fässern. Auch schon wieder mit einem S. Offensichtlich, der überall Charakter ist extrem weinhaltig mit einer stimulierenden Sauernote. Oh, wow. Und diese typische oxidierte und nussige Aromens. Es regt den Mund, der Speichelfluss extrem an. Mit einem scharfen, aber warmen Charakter, salzig und hefige Noten. Genießt mal alleine. Aber im besonders erstaunlich, wenn zusammengegessen mit älterer Käse. Okay, eins dieser Whiskys, die Grenzen überschreitet, defying boundaries und deshalb umso einzigartiger. So, was habe ich hier? Ich muss ein kleines bisschen Platz machen. Das heißt, die Verpackungen kommen einmal weg. Entschuldigung dafür. Denn ich habe buchstäblich hier Käse. So, ich habe einfach die Idee gehabt, ich habe echt also ein Food Pairing, glaube ich, hier auf meinem Channel, außerhalb mit an Annika.
unserer Genussbotschafterin echt nicht gemacht. Also, ich werde es auch nicht hier zu eine Gewohnheit machen, aber weil das da extra drauf stand mit Käse, habe ich gedacht, ich hole ein bisschen Käse dazu am Ende. Ich werde sie trotzdem vergleichen, kommt ein bisschen Käse, ich gehe nochmal zurück und schaue mal, was ich denn da alles sich entdeckt haben oder denn da finde. An der Nase hier. Also, Madeira würde ich sagen, kriege ich schon. Würde ich eine Madeira-Vollreifung hier erwarten? Nein. Ich gehe hier rüber. Oh, wow. Also, das war mein Control-Whisky. Und ich dachte, einmal. Mein Käsemesser. Oder mein Messer, dem ich mit der Käse schneiden werde. So, die Flaschen sind noch gut sichtbar hier. Als ich den hier probiert habe aus Control oder Kalibrierungswissen, dachte ich, wow, der hat Madeira. Und jetzt verglichen hiermit muss ich sagen, nein, das hat Madeira. Also Wahnsinn. Also Madeira, neues Leder. Neues Leder, an dem noch nicht reifen Erdbeeren gerieben wurden. Das war eine gute Beschreibung übrigens. Noch grün sind die nicht, aber ganz rot und sind die, sie sind da, dieser genau dazwischen und da ranreiben. Also schön, schön zusammengefasst. Holzmeer. Sägemehl, Holz. Bisschen Eiche, Tannin. Also was mich hier gestört hatte, war, Billy Walker in seine allgegenwärtigen, allwissende Allmacht hat einfach beschlossen, Mensch, ich habe so viele Fässer, ich werde ein paar umhauen und werde ich einfach mal finishen in was auch immer ich kann. Also Port und von mir aus. Rum habe ich nicht aufgesehen, aber sehr viele Sherry-Sorten, sehr viele Weinsorten und auch Madeira. Und ich finde diese Sache, es war, sage ich auch, exclusively bottled for Germany. Es war sogar in Deutschland Exklusivabfüllung. Das heißt, es gab auch nicht so viele Flaschen davon. Non-chilled filtered natural color. Hat einfach mir nicht so gut gefallen, hat nicht so gut gemündet. Also ich war enttäuscht und auch damit fing ein bisschen in diese Richtung dieser Gedanke bei mir an, hey, exclusive for Germany, meistens Ramsch. Also es wurde einfach abgestoßen, also wir haben nicht genug Flaschen für irgendeinen anderen Markt, also zu viele vielleicht für Portugal oder Rumänien, aber nicht genug für Schottland oder die Welt oder Travel Retail, boom, Germany genau richtig und gib's den. Also farblich echte, da kannst du schon sehen, also ich finde der rötliche Moment hier bei den Wilson und Morgan echt interessant. Also es gibt Flaschen von Wilson und Morgan, also 42 Jahre alte Invergordon, Single Grain, 400 plus Euro und so weiter. Aber ab und zu mal gibt es ein paar Schnapper. Nun, die Frage ist, wird es mir schmecken? Ist das so 40 plus Euro einfach mal rausgeschmissen? Oder ist das jetzt hier einfach mal eine Whisky, wo ich sage, oh, eine Geheimtipp, kann man tatsächlich trinken. Also 48,90 €. So, Whisky-Base-Nummer habe ich schon vielleicht erwähnt, 181557. Aber Hefe kriege ich auch. Tschüss. 46%. First fill Madeira Wood. First fill Madeira Wood. Wow, also, wenn du es hier liest. So, genau, man kann es so, first fill Madeira Wood, oder um den Korken zu halten, also, oder auch so lesen, first fill Madeira Wood. Also, sehr, sehr gut. Slanche. Die ganze Zeit frage ich mich, wie hätte ein Glenfiddich, wie hätte ein Glenlivet geschmeckt aus einem First Fill Madeira Holz? Denn ich kriege schon diese typische kalkige, mineralische Grapefruit-Momente hier. Also das heißt, der Grundcharakter, den ich so irgendwie für mich erkannt habe, so beschrieben habe, mineralische Grapefruit, kriege ich. Und dann obendrauf ist für mich eine
eine angenehme Madeira-Moment. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Also seit 92, also 1992, gibt es diese unabhängige Whisky-Abfüller Wilson & Morgan. Und die haben sich auch tatsächlich auf die feinsten schottische Whiskys konzentriert. Okay, wusste ich auch nicht. Okay. Ja, aber die haben auch neulich hier irgendwie ihr 25-Jährigen gefeiert dann da. So, wilsonandmorgan.com, ein Wort. Ah, Mensch, gar nicht so schlecht. Also für 50 Euro, ich sag mal hier, kann man tatsächlich kaufen. So, Mundspülung. Glenallachie 12, Madeira Finish. Seifig auch. Bitter. Nicht eine Säure wie vom Grapefruit, sondern ein bitterer Moment vom ausgelutschten, abgenutzten Fässern. Wow. Und dann kommt ein bisschen Madeira dazu. Also, es ist schon ein Unterschied, ob man eine Vollreifung hat oder ob man einen Finish hat. Und ich muss sagen, diese Whisky hier gefällt mir halbwegs gut. Ich möchte gerne meinen Mund hier ein bisschen nasty, also eklig. Also das ist ein Vierer Whisky, kein Fünfer, aber ein Vierer. 3 minus minus 4 plus plus, also wahrscheinlich eher 4 plus plus und preislich, ach, vergiss es. Hier 48 Euro, 2014, das heißt 6, vielleicht 7 Jahre alt. Die Frage ist natürlich, warum ging diese Flasche, dieser Fass weg oder Fässern? Man hat Madeira-Fass, man hat den abgefüllt und man hat verkauft. Meine These ist momentan, kurz bevor Billy Walker das gekauft hatte, hat tatsächlich Pinot Noir. Pinot Noir ist eine Weinsorte. Wow, Jason. Also, ja, boah, ich werde alt und vergesslich und keine Ahnung was. Pernod Ricard, die haben einfach einige Fässer rausgehauen. Für gutes Geld wahrscheinlich, einfach ein bisschen Geld kassiert. So, wenn ich sage, ich verkaufe das an euch, diese Distillerie mit 40.000 Fässern und wenn ich einfach mal halt eben 1000 Fässern rausnehme, fällt es zwar auf, aber es fällt vielleicht nicht auf, dass ich sie mit Bourbonfässern ergänzt habe. Man kann aus einer anderen Lagerhalle ganz schnell die Sachen, wo Glenallachie drauf stand, auch dann reinbringen, denn man hat auch aus versicherungstechnischen Gründen häufig die Dinge ein bisschen aufgeteilt. Das falls in ein Lagerhalle, was passiert, dass man immer noch in der nächsten Lagerhalle genug Stock hatte. Und von daher, und das war ein ganz junger Whisky. Also komm, als sie das ist hier vielleicht keine 3 Jahre alt, als sie den Fass abgestoßen haben oder Fässern und Wilson Morgan, ob sie es direkt gekauft haben oder von irgendeinem Broker, wer weiß. Also diese Marktsituation dort in Schottland, wer was kauft und wie kommt man an Fässern dran, ist übermäßig undurchsichtig. Wow, das war schwierig. Echt, gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Ja, es hat diese hefige Note. Aber es hat diese echt diese, wer schon Madeira hatte, also ich habe mittlerweile schon ein bisschen Madeira gehabt, das ist schon eine nette Abfüllung. 2 minus. Ah, nee. Okay, doch. Also 3 plus plus 2 minus minus. Das ist eine ganz faire Bewertung für das, was ich im Glas habe. Gut, also, oh, ich will erstmal mit Wasser spielen. Also, den auch ungefähr 43, 40% runter verdünnen. Ich habe gelernt, also das, was ich hier mit meinem Wasser tue, ist alles verkehrt. Ja, man sollte Zeit geben. Denn was passiert ist, ob wir es glauben oder nicht, chemisch gesehen, es gibt Klumpen in meinem Whisky.
Also ja, also der Alkohol klumpt sich zusammen, das Wasser klumpt sich zusammen und es braucht Zeit, bis diese Klumpen sozusagen auch vom Wasser und vom Alkohol aufgelöst werden und einfach mal schnell reintun. Also ich mixe es sowieso ein bisschen Mund und so weiter. Also eine große Werte von Tausende von Liter und vom ganzen Fass wäre ganz anders. Aber hier, da ich sowieso alles reinschmeiße, ist das alles okay. Aber ja, bisschen Zeit würde diese Whisky wahrscheinlich in diesem Fall helfen. Aber Video und so weiter. Er wird nicht schlechter. Aber ist nicht nötig. Er ist immer noch ein bisschen süffig, ölig. Schön. Okay, also ich kaufe mir. Ich schneide mir ein Stückchen Käse hier ab. Und dann, das ist Gouda, mittelalt. Das liebe ich mit meiner Frau zusammen zu essen mit Grits. Und ich trinke dazu ein bisschen Portwein und wir schauen einen Film oder machen irgendetwas. Wir sitzen auf dem Balkon. Also Grits, mittelalte Gouda und Portwein. Yummy, da bin ich zufrieden und zu Hause. Jetzt werde ich einfach mal das probieren. Also Käse hiermit. Wie auf der Verpackung, wie auf der Flasche hier drauf geschrieben. Enjoyable by itself, but particularly stunning when paired. When paired. Ist ein Tippfehler hier drauf. Deshalb, ich bin nicht, ich bin das Problem, die Flasche ist das Problem. When paired, when aged cheese. Oh, guck mal. Vielleicht kann ich das auch hier zeigen hier. Komm mal her. So, wo haben wir das hier? Ich kann das nicht finden. Okay, jetzt habe ich es. So, it says here exactly aged cheese here. Also, exactly one paired when aged cheese. Aha. Witzig. Vielleicht ist deshalb die Flasche ein bisschen günstiger. Käse mache ich gerne. So, und jetzt hier. Übrigens, dieses Video drehe ich in der Woche, nachdem Sascha seine Cracker Challenge gemacht hat. Ich habe nicht mitgemacht. Ich habe mir die Mühe nicht gemacht, alle Cracker zu suchen. Ich fand es gut, dass die Jungs das unter sich gemacht haben. Aber am Ende kam dieses Vorschlag auf: Mensch, wir müssen Teil 2 machen. Wir nehmen einen Cracker-Sieger, wir nehmen Baguette dazu, wir nehmen ein Weißbrot, wir nehmen ein Knäckebrot. Und da hat Volker vorgeschlagen und den Käse dazu. Also, Käse kann auch unser Geschmack gut neutralisieren. Vielleicht gerade eben durch diese Fettgehalte da drin. Oder wenn es nicht neutralisiert ist, schiebt das ganz auf ein anderes Level hier. Und tschüss. Und cheers. Cheese. Cheers. Ein bisschen. Ich bin nicht so sicher, ob der Whisky dadurch besser wird. Ich habe eher das Gefühl, dass der Whisky hier dafür sorgt, dass mein Käse besser wird. Also, ich habe ehrlich erwartet, dass der Käse mein Whisky einfach mal hervorhebt. Aber fast ist es so, als ob diese Whisky mein Käse denn ein Turbo-Push gibt. Mein Käse wird ein kleines bisschen besser dadurch. Interessant. Also, wie gesagt, ich werde hier nicht unbedingt ein Food Pairing regelmäßig machen. Wahrscheinlich auch noch nicht mal unregelmäßig. Das war vielleicht sogar einmalig. Dennoch die Frage an euch: Womit isst ihr gerne beim Whisky? Also, was habt ihr gerne als Food Pairing? Ist es Schokolade? Ist es denn Weißbrot? Ist es Crackern? Sind das jetzt hier? Ist es Käse? Ist es irgendeine Art Wurst? Ist es irgendein Speise, der euch am besten schmeckt, wenn ihr einen guten Whisky dazu habt? Ist es einfach ein Barbecue, ein Grill? Was ist das, was man wirklich am besten kombiniert mit deinen Whiskys? Schreib es einfach unter Kommentare unten. Das würde mich äußerst gut einfach mal hier angefallen, dass ich an wir ein paar Tipps bekommen, was man dann alles machen kann. Bitte die Kommentare lesen und auch vielleicht die Kommentare kommentieren, was du auch dazu diese Ideen denkst, sodass wir ein bisschen Community-Gedanke-Gefühl hier haben.
geschmacklich, wie ich gesagt habe, 3 plus plus, 2 minus minus für 48 Euro. Leider ist es 46%, aber es ist eine Vorreifung in Madeira. Ich würde jetzt sogar auch ein 3 bis 3 plus geben für Preis. Ja, also diese Flasche hier, Wilson & Morgan Barrel Select vom Glen Allachie First Fill Madeira Wood, empfehlenswert. Okay. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Diese Flasche wurde gänzlich verteilt durch meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Also unten ist ein Link dazu, kommt dazu. Und es gibt auch eine Sample-Liste, wo auch dann hier die Reste 5 cl landen werden. Und auch da könnt ihr diesen PDF unten schauen. Wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr und wir sehen uns jeden Sonntagabend um 21 Uhr mit einem Gast hier für einen Livestream. Alles Gute, bis dahin, Whisky Jason. Danke, bye bye.